Herkunft Waren, Zukunft Wagen. Bensheim. So titelte der am 1. Juli 2019 in der Bilanzpressekonferenz vorgestellte Jahresbericht 2018 des südhessischen Energiedienstleisters GGEW AG. Der Geschäftsverlauf 2018 war geprägt durch schwankende und im Endeffekt steigende Beschaffungspreise an den Energiebörsen. Trotzdem zog Vorstand Carsten Hoffmann eine positive Bilanz. Gemessen an den Herausforderungen, die wir in 2018 hatten, bin ich sehr zufrieden. Es war ein sehr herausforderndes, anspruchsvolles Jahr aufgrund der Situation der Beschaffungsmärkte, aufgrund der Situation im Wettbewerbsumfeld. Und gemessen daran haben wir das sehr gut hinbekommen und dann auch noch die in uns gesetzten Ausschüttungserwartungen erfüllt. Wir haben wichtige Weichenstellungen in die Zukunft umgesetzt, wie den Neubau, Erzeugungsleistungen im eigenen Netz und auch weitere strategische Umsetzungen, die wir mit eigenem Geld bezahlt haben. Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Der Umsatz belief sich 2018 auf 230,9 Millionen Euro und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die stärkere Fokussierung auf werthaltige Kundenbeziehungen zurückzuführen, bei der sich Treue zum Energieanbieter auszahlt. Gerade für unsere Bestandskunden haben wir sehr viele attraktive Angebote. Wir haben GGE Wiener Kombi, das heißt Strom, Internet und Telefonie, aber auch mit unseren Altprodukten, Basinusbad, Jahreskarte bekommt man Rabatte, auf Wallboxen bekommt man Rabatte, auf vielfältige Produkte der GGW geht, bietet man sogenannte Kombi-Rabatte an. Warum macht ihr das? Ja, gerade um auch meine Bestandskunden etwas Gutes zu tun, gerade auch die Treue zu belohnen. Nicht, dass man hier als Stromhopper durch die Lande zieht, sondern der GGW treu bleibt. Wir haben sehr viele, sehr gute Angebote, attraktive Preise und das wollen wir natürlich in Bündelprodukten mit ausspielen. 2018 war geprägt durch zukunftsweisende Highlights. So wurde das neue Kundenzentrum eröffnet, um noch näher am Kunden zu sein, und die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen in Heppenheim mit dem Besuch von Minister Tarek Al-Wazir. Die GGEW hat den Trend der Zeit erkannt und setzt weiterhin auf erneuerbare Energien. Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist bei uns sehr hoch geschrieben. Wir sehen das auch bei unseren Erzeugungsanlagen und sind da sehr stolz drauf, dass wir 100% unserer Erzeugungsanlagen sind regenerativ. Wir planen weitere PV-Freiflächenanlagen, wie beispielsweise in 2018 in Heppenheim realisiert, in den kommenden Jahren. Und werden hier sowohl in unserem Netzgebiet als auch außerhalb in den angrenzenden Landkreisen weitere Freiflächenanlagen versuchen zu realisieren. Als zukunftsorientierter und kundennaher Energiedienstleister arbeitet das Unternehmen intensiv an neuen Konzepten und Produkten für seine bundesweit 140.000 Kunden. 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit Energie für eine zuverlässige und günstige Versorgung und entwickeln ständig neue, zukunftsweisende Lösungen. Ja, wir sind mitten in einem Transformationsprozess von einem reinen Energieversorger zu einem Mobilitäts- und Telekommunikationsanbieter. Hier müssen wir die Leute mitnehmen und schulen für die Zukunft, und das ist ein sehr herausfordernder Weg, aber wir haben die besten Voraussetzungen mit der GGW, mit saufleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist mir da überhaupt nicht bange um die Zukunft.